Eine Inflationsrate von 2,5% für Deutschland, Inflationserwartung von vielleicht 3 respektive 4%. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Update begrüßen. Wir blicken zunächst auf die Inflationsdaten, die wir am heutigen Tage erhalten haben, nach der Lesart des Statistischen Bundesamtes. Sie können es hier sehen, 2,55%. Die Erwartungshaltung ist, dass die Inflationsrate weiter steigt. 3 respektive 4% werden als temporär für realistisch erachtet. Und in dieser Zusammenwirkung von Inflationsraten auf der einen Seite und Strafzinsen bzw. Verwahrentgelten auf der anderen Seite ergibt sich ein Cocktail, der das Potenzial für finanzielle Fehlentscheidungen massiv erhöht. Also, die Inflationsraten sind gestiegen. Aber wir müssen uns natürlich auch klar machen, wir haben das Reopening der Wirtschaft, wir haben das Thema Reflation an den Kapitalmärkten und die Frage, die Anleger natürlich beantworten müssen, ist, naja, ist das nun ein temporäres Phänomen oder bewegen wir uns in ein dauerhaft höheres Inflationsregime? Und je nachdem, welchen Journalisten Sie betrachten, welche Marktmeinung Sie haben, vielleicht auch welche Geldtheorie für Sie am naheliegendsten liegt, ob Sie vielleicht eher der österreichischen Schule anhängen oder eher ein Keynesianer sind, werden Sie die aktuellen Schlagzeilen und Informationen unterschiedlich einordnen. Dementsprechend der Blick auf die Kapitalmärkte immer hilfreich. Was erwarten die Kapitalmärkte? Was kann man aus Preisen ableiten? Und Sie sehen das hier dargestellt. Zunächst einmal schon mal die Inflationserwartungen in dunkelblau für die USA, in türkisblau für die Eurozone auf der linken Seite. 2 Jahre auf der rechten Seite, der 5-jährige Horizont. Wir sehen die Inflationserwartung für die USA strukturell höher als in Europa, respektive der Eurozone natürlich an dieser Stelle. Und auch wenn wir das Ganze nochmal etwas weiterspinnen und uns die langfristigen Inflationserwartungen anschauen, für 5 Jahre, in 5 Jahre, die können Sie hier entsprechend nachvollziehen, da sehen wir auch, dass sie strukturell für die USA etwas höher sind. Auf der anderen Seite stellen wir aber auch fest, dass diese Inflationswerte, die wahrscheinlich jetzt auch die Gazetten und durch die Medien geistern von 3-4%, vielleicht gar mal 5-6% für die USA, am Kapitalmarkt momentan nicht wiedergespiegelt werden. Also man scheint es eher als temporäres Phänomen einzuordnen. Und die große Frage ist nun, sehen wir hier wirklich ein Unterschätzen der Inflationsgefahr durch die Kapitalmärkte? Unterschätzen auch die Notenbanken, die Europäische Zentralbank genauso wie die US-Notenbank hier die Inflationsgefahr, steuern zu spät gegen? Also das ist die große Frage, die man sich momentan hier stellen muss. Und insbesondere natürlich auch die Thematik zu sagen, was machen eigentlich die Realzinsen? Die Realzinsen, das sind die Renditen, die wir um die Inflation bereinigen, auch das hier mal dargestellt, die 12-Monats-Verzinsung, eine einjährige Staatsanleihe, türkis für Deutschland, grau für die USA. Und wenn wir hier jeweils die Rendite dieser Staatsanleihe nehmen, ziehen die aktuelle offizielle Inflationsrate ab, dann sehen Sie hier für die USA, also den wichtigen Dollarraum, eine Rendite von minus 4,1% als Realzins und für Deutschland von 3,2%. Kann das nun ein Grund sein, kopflos in Edelmetalle umzuschichten, planlos Aktien zu kaufen oder zu jedem Preis und hohen Multiplikatoren noch schnell eine Immobilie zu erwerben, also schnell Geldwerte in Sachwerte zu tauschen? Ja, das können Argumente sein, wenn Sie eben entsprechend Verkäufer von Immobilien, von Edelmetallen sind. Wenn Sie als Anleger das betrachten oder als neutraler Berater, der nicht daran partizipiert, dass entsprechend Gold oder Immobilien gekauft werden, dann muss man natürlich etwas zurücktreten, weil es gibt viele Fragen, die sind nicht klar zu beantworten. Sie können sowohl eine nur temporär steigende Inflation gut begründen, also einen Rückfall in die disinflationären Entwicklungen, die wir vor Corona gesehen haben. Sie können genauso gut ein strukturell höheres Inflationsregime für die nächsten 10 Jahre begründen. Also Argumente gibt es viele, beide lassen sich gut entsprechend auch hier heranführen und mit einem gewissen roten Faden auch versehen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass sich Anleger damit beschäftigen, sagen, was für ein Regime haben wir und sind Vergleiche zu den 1920er Jahren oder zu den 90er, 70er Jahren realistisch, weil wir hatten keinen Krieg, wir haben keine Zerstörung gesehen an Produktionskapazitäten, wir haben keine Millionen von Toten, die dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Und von daher die Thematik vielleicht doch etwas anderes, und ich habe Ihnen das hier auch mal nochmal mitgebracht, wo man sich anschaut, auf Basis einer sehr lesenswerten Studie hier, The Best Strategies for Inflationary Times, finden Sie auch sehr gut im Internet, wenn Sie das
hier entsprechend mal googelst. Und da sehen Sie schon, man hat ja mal für die USA verschiedene Inflationsregime gebildet. Also hier der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, das Ende des Zweiten Weltkrieges, Koreakrieg, Ende des Bretton Woods-Systems, dann der Boom, der durch die chinesische Nachfrage entsprechend stark unterstützt wird. Und hier sehen Sie schon, die Inflationskomponenten, die hier entsprechend beitragen, sind sehr unterschiedlich. Also es gilt sehr stark die Frage zu stellen, was sind Einmaleffekte, was ist angebotsseitig, was ist nachfrageseitig. Und das ist quasi unmöglich im Vorhinein zu beantworten. Jetzt noch die Sondersituation mit Corona, wo wir letztes Jahr zum Teil ja am Terminmarkt negative Energiepreise an den Ölmärkten gesehen haben. Wir haben die Thematik, dass die Staaten unheimlich stark in den Wirtschaftskreislauf einsteigen, vielleicht auch zu sehr stimulieren, vielleicht auch zu viel Anreize bieten, eigentlich zu Hause zu bleiben. Niemand weiß genau, wie tariert sich das aus, und von daher ist es sehr schwer, hier einzuordnen, in welchem Inflationsregime wir uns befinden. Selbst historisch wird es sehr unterschiedliche Meinungen dazu geben, welches Regime war durch welche wesentlichen Faktoren beeinflusst. Und von daher lassen Sie sich da nicht auf zu simplifizierte Argumentationsketten ein. Dementsprechend die Inflation und auch die Meinung der Notenbanken hat natürlich viele Auswirkungen. Werden die Notenbanken gegensteuern? Sehen Sie es als temporär? Die Notenbanken können sich natürlich auch irren. Irren ist menschlich. Und deswegen hier mal dargestellt für diese verschiedenen Regime beispielhaft verschiedene Strategien für Anleger. Also wie haben sich Vermögensklassen entwickelt? Hier einmal die Equities, die Aktien, dann die Staatsanleihen, dann das beliebte 60-40-Portfolio. Sehen ja jeweils die nominelle Rendite. Sie sehen hier unten die reale Rendite, also unter Einbezug von Inflation. Sie sehen das hier in der kombinierten Betrachtung von Inflationsregime und normalen Regime. Und Sie sehen schon, was für eine Zahlentapete sich hier ergibt. Und auch diese lesenswerte Studie hat rund 35 Seiten Volumen. Und zu dem Thema Inflation und was hilft bei Inflation, können Sie unheimlich viele Bücher lesen und Ähnliches. Aber das hilft nicht. Sie müssen die Fragen beantworten. Was haben wir heute für Importfaktoren? Was macht die Geldpolitik? Werden wir wirklich auch steigende Löhne sehen? Und dann am Ende des Tages natürlich die Frage, was heißt das für mein Portfolio? Und ich habe Ihnen das hier mal beispielhaft mitgebracht, wo wir eben sehen, zunächst die Frage, naja, wie sieht eigentlich mein aktuelles Portfolio aus, wenn ich es auf die verschiedenen Vermögensklassen zerteile? Was ist vielleicht meine Zielallokation, die Sie hier in Grau sehen? Wo gibt es Abweichungen? Also kein Video, kein Beitrag, kein Presseartikel hilft Ihnen natürlich dabei, die allgemeinen Erwartungen auf die persönliche Situation herunterzubrechen, je nachdem, ob Sie momentan viel Cash auf der Seite haben und vielleicht den Anstieg der Kapitalmärkte verpasst haben, ob Sie vielleicht gerade planen, eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, in welcher Lebensphase Sie sind. Sind Sie Beamter, sind Sie Unternehmer, sind Sie angestellt? Also jeder von uns hat hier individuelle Faktoren, und daher sollten wir uns klar machen, Inflation ist ein Thema. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr so verwöhnt sein wie die letzten 40 Jahre, wo wir ein auskömmliches Zinsniveau bei Inflationsraten hatten, die in der Zukunft immer niedriger waren als das, was wir in der Gegenwart erwartet haben. Also mit diesen positiven Aspekten werden wir wahrscheinlich nicht mehr gesegnet sein. Wir müssen also mehr tun, und insbesondere in einem Umfeld, wo wir negative Realzinsen haben, wo die Presse wahrscheinlich titeln wird, 3% Inflation, 0,5% Verwahrentgelt, 3,5% Verlust pro Jahr. So halbiert sich Ihre Kaufkraft in 20 Jahren. In diesem Umfeld muss man natürlich sachlich bleiben, sollte objektiv bleiben, sollte die eigene Meinung hinterfragen und sich vor allen Dingen nichts irgendwie verkaufen lassen, weil mit der Inflationsangst ist es wie mit der Steuer. Wenn Sie Investitionen nur tätigen, weil Sie Angst vor der Inflation haben, dann werden Sie wahrscheinlich wirtschaftlich genauso eine Bruchlandung erleben, wenn Sie Investitionen nur aufgrund des Steuervorteils tätigen. Also von daher erst die Finanzplanung, dann die Vermögensstrukturierung, dann die Umsetzung, und häufig ist auch die Gegenmeinung zur Eigenmeinung die Meinung, die einen wirklich weiterbringt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.